Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 19 Maschinen oder die ersten Maschinen. Ja, es kam wieder welche letzten Freitag, wenn ihr das aktuell guckt. Und wieso kommt das jetzt erst? Weil ich vorher keine Zeit hatte dazu. So, wir gehen das mal so ein bisschen schneller durch hier. Nicht um das schnell abzuwickeln, sondern um dann wirklich zu gucken, was ist neu. So ein paar Sachen sieht man ja. Ich hatte auch schon mal geguckt. Ja. Fangen wir mal wieder hier vorne oben an. Übersicht natürlich wieder. So. Hier, das oben kennen wir schon. Dann haben wir hier ein paar Gewichte. 4 Stück, wie man sieht. Ja. Ich würde mal sagen, hier, das sollen dann 650 Kilo sein. 1100, 1500 und 2300 Kilo. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein Amburgerit, ein Tiefenlockerer. Benötigte Leistung 420 PS und eine Arbeitsbreite von 8 Metern. Hier würde ich sagen, das ist doch aus einem DLC oder aus diesem Erweiterung da. Das hier kannten wir schon, ne? Ich weiß gar nicht. Kannten wir das schon? Ich glaube ja. Ein grober mit Zwischensaat. Genau, das hatte ich auch gesagt. Hier ist noch nichts Neues. Hier haben wir auch noch nichts Neues. Glaube ich. Oder hatten wir den hier schon? Maisgebiss. 12 Meter. Ansonsten haben wir es jetzt gesehen. Bei Gaze haben wir nichts. Da haben wir auch wieder diesen Strickler. Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht, ne? Doch, den hatten wir schon. Wie gesagt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ist auch nichts Neues. Kennen wir ja schon. Gab es auch in den. Oder gibt es ja in LS17. Den kennen wir auf jeden Fall. Fan hat sich auch nichts getan. Das hier ist neu. Von diesen. Ein Big Pack DLC ist hier jetzt auch ein grober drin, 24 Meter, 500 PS. Fliegel hat sich noch nichts getan, das hier ist neu. Ein, ja, Flug, so wie es aussieht, würde ich mal so sagen. 10 Meter Arbeitsbreite, 550 PS. Gut, Flug steht da ja, was für ein Modell, der Hersteller, keine Ahnung. Sieht französisch aus mit diesem Apostroph da oben, da oder da. Grimme ist neu. Kennen wir alle schon. Hier ist ein bisschen neuer, glaube ich. Hier hat er jetzt Räder dran. Vorher hatte er keine Räder dran, ne? Ansonsten, glaube ich, alles so wie sonst auch. Hier 6 Meter, das hier sind 3 Meter, genau. Dann können wir alles. Gehe ich nicht weiter drauf ein. Die hier hatte man schon in dieser Gamescom-Demo gesehen. Oder auch, glaube ich, so mal im Film. Oder im Präsentationsfilm da. Die Spritze. 48,5 Meter Arbeitsbreite. Yo. Sehr schön. Ganz schön breit, ey. Meine Güte. Das hier kennen wir auch. Oder müssen wir eigentlich kennen. Auch aus dem Big Bag DLC. Oder Big Bug. Oder wie auch immer das heißt. 18 Meter. John Deere haben wir ein Gewicht 9800 Kilo schwer. Okay. Joskin kennen wir eigentlich. Der ist schon sehr lange drin. Ja, in 15er war da auch, glaube ich, schon drin, ne? Da brauche ich auch nichts weiter zu erzählen. Kennt man. Hier ist noch nichts weiter passiert, glaube ich, ne? Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, ich habe immer schon mal reingeguckt, ob was sich geändert hat oder so. Noch nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir hier den hier. Gut. Auch schön, auch wenig zu erzählen. Den hier, die kennen wir auch. Da fehlt noch einer. Aber die kennen wir auch beide. Beides die gleichen Größen. Nur einmal als Tandem und einmal mit Drehschimmel. Oder als Drehschimmel. Kuhn, weiß ich jetzt gar nicht, hatten wir da schon?
1021. Und dann das hier. 36 Meter. Kennen wir auch. Dieses Q-DLC. Oder aus dem Q-DLC. Kuhn. Nicht Q. Q-DLC. Also da wird wahrscheinlich noch einiges dazu kommen. Lizard. Da gibt es diesen schönen LKW noch dazu. Neu. Den Hulk. 550 PS und der hat ja mehr. Naja, egal. Nicht so schlimm. Ja, das ist schön, dass sie nochmal ein neues Modell hier reingebracht haben. Ja. Manitou. Hier kommt noch irgendwas. Wahrscheinlich noch Zubehör. Aber bin nochmal gespannt, ob nochmal ein bisschen noch ein anderes Fahrzeug dazu kommt. Leistung 129 PS, Höchstgeschwindigkeit 40. 40. Modell, TD-Lada, gut. Marcel Ferguson. Den haben wir, kennen wir ja schon. Den MF 7700. Leistungsstufe oder Leistungsbedarf, sagen wir mal so, von 110 bis. Alles klar, 110. 210 bis 280. Höchstgeschwindigkeit 50. Da haben wir New Holland hier mit ihren kleinen T6. Oh, ich muss gleich diese. Oder nicht? So. 125 bis 175 und 50 Gamma. Okay, gut. Den großen hier, T8, auch einiges. Und der hier ist auch wieder drinne. Da kommt noch einiges dazu, oder ich sag mal einiges, weil ich denke, dass alles, ich gehe mal von aus, was auch in den 17er drin ist, oder ja, drin ist, wird hier auch wohl drin sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Europa, da gab es auch ein DLC von. Und dazu der Keiler für Kartoffeltechnik. 150 PS, 2 Meter. Gut, kennen wir alles. War das hier eigentlich auch Kartoffel? Ja, stimmt, das ist auch Kartoffeltechnik. Ausbreite 2 Meter. Kapazität 9200. Okay, was hat der hier? Okay, der hat ein bisschen größeren Tank. Okay, oder Behälter. Da hat sich, glaube ich, noch nichts getan. Doch, glaube ich, den Schleppschlauch gab es, ne? Oh ne, doch nicht. Okay. Also ich glaube, das war alles so, ne? Oder? 7 Meter. Ich glaube, das gab's schon. Oh, der Hals wird schon wieder trocken. Stara ist auch wieder dabei. Gab's ja auch als DLC oder in diesen einen Nordamerika oder Südamerika. Weiß nicht. Auf jeden Fall dieses American DLC. Mittelgroße Tritonen. 180 PS, 40 km/h. Das finde ich schön, dass die dabei sind. Hier ist noch die Spritze mit 27 Meter Arbeitsbreite. Schön. Da wird. Eigentlich fehlt ja noch der kleinere davon. Vielleicht kommen ja noch ein bisschen mehr dazu. Wer weiß. Hier sogar nur noch schon ein Modell. Smoking Zone. Aha. Fällt mir jetzt erst auf. Ah ne. Okay, da. Englisch. Ihr kennt das. TT. TT. Keine Ahnung. Modell Big TT. Scheibenecke. Scheibenecke. Okay. 3x4, 320 PS. Okay. Hier haben wir, glaube ich, den und den, glaube ich, hatten wir schon, ne, da drinne, glaube ich, aber auf jeden Fall ist der dazu gekommen neu, 25,6 Meter, und der hier, glaube ich, kommt auch aus dem DLC, was soll ich dazu sagen, vieles kennt man ja schon, hier ist noch nichts Neues dazu gekommen, und hier, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon erzählt? Ich glaube, der ist, war letztes Mal auch schon drin, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich
glaube schon. Ja, der war letztens auch schon drin, ne? Anhänger. Finde ich nicht schlecht. Und das war's dann auch schon. Da haben wir noch nichts. Karten haben wir auch noch nichts. Nur mal so, dass ihr das gesehen habt. Hier haben wir auch noch nichts. Fruchtkarten haben wir auch noch nichts. So. Ja, das war's. Die neuen Maschinen. So, wir haben das ein bisschen schneller überflogen. Ja. Um das halt auch nicht elendlich. Ja, also nicht unnötig in die Länge zu ziehen. So. Wir können auch mal auf Media gehen. Können wir den Trailer, die schönen Bilder kennt man ja schon. Und ja. News? Haben wir neue News? Nein, haben wir nicht. Immer noch vom 21. August, also muss demnächst ja wohl wieder was Neues kommen. Und ja. Gehen wir nochmal hier rüber. Das waren die Neuerungen und auch die alten. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.